Hallo Hexerfreunde, mein Name ist Nightflyer und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Ja, endlich sind wir wieder mit Geralt unterwegs und ich will erstmal schauen, was wir als nächstes machen. Dazu brauche ich mal das Questlog. So, der zarte Hauch des Bösen. Ja, Hearts of Stone, das machen wir jetzt natürlich nicht. Skellige machen wir jetzt auch gerade nicht. Nee, wir wollten eine Nebenquest machen. Und zwar diese hier. Ein Möchtegern-Hexer. Empfohlene Stufe 10. Ja, egal, die machen wir. Geralt erfuhr von einem Hexer, der sich den Zorn mehrerer Dörfer in Velen zugezogen hatte. Ein Einwohner von Lindenthal beschuldigte ihn sogar, seine Tochter geschwängert zu haben. Die ganze Angelegenheit wirkte sehr verdächtig, weshalb sich Geralt entschloss, die Wahrheit in dieser Sache ans Licht zu bringen. Und das machen wir mal. Suche mit deinem Hexersinn auf dem Friedhof nach dem Scharlatan. Okay, der Friedhof ist... Wo? Da. Ja, da gehen wir eben zu Fuß hin, würde ich sagen. Okay. Dann mal los. Das ist ja jetzt nicht so weit. Oh ja, ich habe gerade eben Dragon Age aufgenommen. Die Steuerung ist komplett anders. Muss ich mich schon wieder dran gewöhnen erstmal. Und springen? Wie war hier springen? Ah, hier ist es mit der Kreistaste. Er ist der Hammer, ne? Dragon Age mit der X-Taste. Hier mit der Kreistaste und Fallout mit der Dreiecktaste. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, da sind wir schon. Und da ist was Rotes und... Boah, ist der Hammer, oder? Das ist der Hammer jetzt hier. Das gucken wir uns mal eben an hier. Wunderschön. Wunderschön. So. Dann komm her. Warte mal, Stahlwaffe. Weiß nicht, ob das so praktisch ist. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Wie können wir die Waffe wegpacken? Das habe ich wieder vergessen, ne? Ah, so war das. Okay, er zieht sich automatisch. Was bist du? Ein Ghoul. Hallo Ghoul. Das war mal ein Ghoul. Und er gibt uns eine Monsterklau und ein Monsterohr. So, dann gucken wir mal. Da haben wir irgendwelche Spuren. Dazu fällt Geralt aber jetzt nicht allzu viel ein. Die Spuren führen... in diese Richtung jedenfalls. Wir gehen erstmal hier rein, würde ich sagen. Was haben wir hier? Eine Kiste jedenfalls mal. Waren wir hier schon mal? Ich glaube, wir waren hier, glaube ich, schon mal. Denn die Kiste scheint bereits geplündert zu sein. Okay. Wir folgen mal den Spuren. Danke. Danke. Ach, du kommst gerade recht. Noch einen Augenblick und der Ghoul hätte mich filettiert wie eine Flunder. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte eingreifen sollen. Dein Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen sollen. Wo wurdest du ausgebildet? In der Schule der Schnecke? Aber woher hast du dann dein Wolfskopfmedaillon? Du bist ein echter Hexer. Was hat mich verraten? Dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir, woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte, verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? Zwei Hexer? Wir haben aber nur einen eingestellt. Hier ist nur ein Hexer. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt... Ganz ehrlich, man gibt sich nicht als Hexer aus. So zum Spaß. Hier ist nur ein Hexer. Dieser Mann ist ein Scharlatan. Er reist von Dorf zu Dorf und legt die Leute rein. Nein, so ist das nicht. Ich kann alles erklären. Bestimmt. Er ist ein Gauner, ein Betrüger. Oh, wir haben Gesetze für seinesgleichen, besondere Strafen. Danke, dass du ihn enttarnt hast, Meister Hexer.
bringt ihn zum Dorfältesten oder lasst ihn ziehen. Ja, das ist jetzt wieder so eine Sache hier, ne? Ganz ehrlich, ich finde, er sollte sich verantworten. Immerhin hat er ja offenbar auch noch die Tochter von dem einen da geschwängert. War es nicht sogar der Dorfälteste? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ihr solltet ihn zum Dorfältesten bringen. Natürlich. Der entscheidet, was aus dem Halunken wird. Der letzte Betrüger, der hier durchkam, hat mit Falschgeld gezahlt. Wir haben ihm die Hand abgehackt. Jo. Gewiss wird euer Ältester dafür sorgen, dass die Strafe dem Vergehen angemessen ist. Fangt damit an, dass ihr ihm das Schwert abnehmt und sein Medaillon ins Feuer werft. Lebt wohl. So, dann wäre das mal geklärt. Und ja, irgendwie hat es, glaube ich, ein bisschen gebackt. Wir haben ihn nicht kämpfen sehen. So, wir gehen aber jetzt hier nochmal zurück, ob da noch irgendwas war. Ja, nur die Spuren hier. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Ja, wir müssen hier auch schon mal gewesen sein, denn die Kiste war ja geplündert. Aber hier ist ein Flenskin, das nehmen wir mit. Eine Allraunenwurzel. So, was hätten wir denn noch für Quests in der Nähe? Das wäre übrigens sehr cool, wenn es eine Funktion geben würde, die hier die Quests anzeigen würde. Mal, also jetzt von den Fragezeichen abgesehen. Das haben wir erledigt. Wir hätten da noch ein paar Fragezeichen. So, 2, 3. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Bock auf Fragezeichen habe, ehrlich gesagt. Wir gucken mal ins Questlog. So, auf der Fährte. Geh nach da müssen wir nach Skellige. Vervollständige deine Sammlung von Gwind-Karten. Was müssen wir denn da überhaupt machen? Wir brauchen eine vollständige Sammlung und okay, mehrere Orte. Keine Ahnung, hier steht es. Wahrscheinlich müssen wir auch noch mit anderen Leuten spielen. Nicht nur mit den Wirten und so, sondern auch mit anderen, die da irgendwie zufällig Gwyn spielen. Hol die Werkzeuge aus der Waffenschmiede von Unwig. Da müssen wir auch nach Skellige. Hohe Einsätze. Finde den Schreiber in der Passiflora und melde dich zum Gwyn-Turnier mit hohen Einsätzen an. Nein. Spieler der Großstadt, besiege die Marquise Serenitz und nimm ihr eine einzigartige Karte ab. Dazu müssen wir nach Novigrad. Die meistgesuchte Frau Redaniens. Das dürfte interessant sein. Wo müssen wir denn da hin? Das ist alles Novigrad. Warte mal, haben wir nicht noch was in Velen? Nee, offenbar nicht. Okay, dann schauen wir mal auf die Karte. Wo genau wir da hin müssen. Da oben also. Und wir haben hier einen Reisepunkt. Was haben wir denn da? Est Tayar. Lange bevor dieses Land von den Menschen besiedelt wurde, erhob sich an dieser Stelle eine prosperierende Elfenstadt und darin der Palast des Königs Meglor. Eines Tages begann unter den Einwohnern ein mysteriöses Massensterben. Boah, ich habe Probleme, das zu lesen. So, Massensterben. Der Legende nach wirkte König Meglor, als er spürte, dass er auch bald tot sein würde oder so ähnlich, einen mächtigen Zauber und die Erde verschluckte die Stadt, damit kein Fremder sie jemals würde entweihen können. Jahrhunderte später begannen Gelehrte der Akademie von Oxenford, den Palast von König Meglor auszugraben, um die Ursache der Katastrophe zu ermitteln. Doch die Arbeit wurde eingestellt, nachdem 3 Expeditionen nacheinander in die Tiefen der Ruine vorgedrungen und nicht zurückgekehrt waren. Ja, Schnellreise. Von hier aus keine Schnellreise möglich, alles klar. Wir brauchen einen Schnellreisepunkt. Den hätte ich mir jetzt gerade noch markieren sollen. Der sollte ja in Lindenthal sein. So, damit wir auch in die richtige Richtung laufen, markiere ich das mal. Und wir sammeln hier noch ein paar Pflänzchen ein. 2 Zahnblüten und dann machen wir uns mal auf die Suche nach Philippa Eilhardt. Auf die Quest bin ich sehr gespannt. Ja, und dann müssen wir noch die Königsmörder-Quest machen. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, wie wir da vorgehen werden. Gloriel geht es immer noch schlecht. Und
und sie hat Vision. Wie sieht denn das eigentlich, wie sieht denn eigentlich unser Inventar aus so? 143 von 160. Wir sollten mal eben zu einem Händler latschen, der hier gerade ist. Was? Was hast du hier? Der spielt zum Beispiel Gwind. Hast du was Interessantes? So. Hat nicht so viel Geld, aber wir gucken mal. Also erstmal hier den ganzen Mist. Das brauchen wir alles nicht hier. Dann die blauen hier, die brauchen wir auch nicht. Maximal die Reliquien behalten wir. Das ist Bannfluch und vergessenes Schwert der Vrans. Vielleicht sollten wir irgendwann mal zu unserer Kiste zurück. Nützliches, Questgegenstände, andere Gegenstände, Alchemie und Handwerk. Ja, ich will jetzt hier nichts verkaufen. Wir haben hier ein paar Bücher, die wir noch nicht gelesen haben, offenbar. Den Auftrag haben wir bereits erledigt, den können wir verkaufen. Weg damit. Das Monstrum, also da ist eine Beschreibung des Hexers Band 1. Das lesen wir gleich erstmal, bevor wir das verkaufen. Mach's gut. Leb wohl. So. Dann, hat man hier drauf geguckt? Leinengarn. Wer Leinengarn braucht, komme zu mir. Die ersten Spulen werden heuer um das Julifest oder Julfest fertig sein. Außerdem suche ich immer noch eine Helferin. Sie muss flinke Hände haben und bereit sein, lange Stunden an der Spinne zu sitzen. Keine Heulsusen. Jadi. Okay, ich denke, das sparen wir uns mal. Also wenn ihr das lesen wollt, drückt auf Pause. Dann könnt ihr euch das durchlesen. Aber ich denke, das können wir uns im Großen und Ganzen sparen hier. Torf zum Heizen und Schrubben und vermisster Hund. So. Dann Schnellreisepunkt. Und dann reisen wir mal da oben hin. Nee, wo waren das jetzt? Da. Okay, da ist eine Höhle und da müssen wir offenbar hin. So, da wären wir. Wir sollen jetzt mit den Hexenjägern vor Philippes Versteck sprechen. Und die sollten ja da sein, wo die Markierung ist. Und dann gehen wir da mal hin. Nicht ohne hier ein bisschen was einzusammeln. Geh sofort wieder rein! Aber Kommandant! Alle Sünder werden im ewigen Feuer und es sind fast noch ein Dutzend Leichen da unten. Alle Hexen, das ist mir egal. Einfach zu kriegen, wir haben den Befehl, sind diese Höhle zu durchsuchen. Und das machen wir auch. Schnelle Nummer Vertrag. Wir machen mit den Hexen kurzen. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Ein Hexer oder ich löse Probleme? Geralt von Riva, Hexer. Radovid hat mich geschickt. Ach, du bist das. Wir haben dich schon erwartet. Ja, du klingst sehr begeistert. Was habt ihr bisher herausgefunden? Pragmatisch. Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Großartig. Ich hätte sie gern, wenn es dir nichts ausmacht. Hier, erstick dran, du Idiot. Ja, freundlich. Ja, woher wisst ihr, dass Philippa dort unten ist? Gute Frage. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Ihr die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Radovid hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen.
Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhard hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Haben es kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Der Rest ist bestimmt tot. Na gut. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Okay. Was denkst du? Wird er was finden? Der Halsabschneider? Ha, nie im Leben. Er ist ein. So, bevor wir da. Ne, falsche Taste. Wobei, ne, war doch richtig. Ich wollte mal speichern eben. Sicherheitshalber. Ich hätte natürlich gern echt eine Schnellspeicherfunktion. Das wäre cool. So wie bei Fallout. Da müsste man nicht immer in dieses Speichermenü rein. So, fortfahren. Er ist tot, bevor du zwei Gebete gesprochen hast. Und dann schauen wir mal eben nochmal ins Glossar in Charaktere. Da wurde nämlich Philippa Eilhard aktualisiert. Würde ich mir gerne mal anschauen. Philippa Eilhard, wo bist du? Da. So. Ja, einzige Beraterin von König Wisimir den Zweiten. Ich lese jetzt einfach mal komplett hier. Philippa Eilhard, einzige Beraterin von König Wisimir dem Zweiten, dem Gerechten, Mitglied des Magierrats und später Gründerin der Zauberinloge, hat in der Weltgeschichte eine ebenso gewichtige Rolle gespielt wie in Geralts Leben. Sie war zweifellos talentiert, doch es war auch nicht zu leugnen, dass sie hinterhältig und krankhaft ehrgeizig war. Vertrauenswürdige Berichte legen nahe, dass sie in den Tod Wismirs II verwickelt gewesen war und als Mitglied der Loge hatte sie noch mit zwei weiteren Königsmorden zu tun gehabt. Dem Mord an Demavent von Edirn und dem an Foltest von Temerien. Aus diesem Grund wurde das einstige Juwel vom Hofe Dreibergs jetzt sowohl von nördlichen als auch von nilfgaardischen Spezialverbänden gesucht. Besonders erpicht auf ihre Gefangennahme war Wismirs Sohn und Nachfolger Radovid V. Bei ihrer letzten Begegnung in Loch Moin hatte er Philippa die Augen ausstechen lassen und seit ihrer Flucht wollte er nichts dringender als den Kopf des Juwels vom Hofe Dreibergs aufzuspießen und ihn über den Stadttoren zur Schau zu stellen. Dank ihrer Meisterschaft in der hohen Kunst der Polymorphie war es Philippa gelungen, ihre Verfolger abzuschütteln, indem sie die Gestalt einer Eule angenommen hatte. Dann hatte sie sich in einem Versteck bei Novigrad verkrochen, um das Schlimmste abzuwarten. Okidoki. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns hier mal die Fackel. Ah ne, wir haben eine dabei, glaube ich. Die war eben... Halt doch die Klappe, mein Gott. Ich wollte nur meine Fackel rausholen. Wie war denn das hier? So war das. Nimm das mal. Ja. So, öffne Philippes Versteck. Und das machen wir wie? Alle Hexen, die einfach zu kriegen waren, sind schon verbrannt. Ich könnte eine schnelle Nummer vertragen. Also ich gehe mal davon aus, wir müssen jetzt hier runter erstmal, oder? Machen wir mal. So, da haben wir... Nichts. Da leuchtet was. Und hier brauchen wir wohl diese... Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Ja, Kachel. Müssen wir die irgendwo einsetzen? Da. Hier fehlt eine Kachel. Ja, dann. Haben wir die jetzt eingesetzt? Ja. Weiter geht's. Ja, vielleicht müssen wir noch eine Katze nehmen. Ich weiß es nicht genau. Ein perfektes Versteck. Für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen.
Ups. Endstation. Das war knapp gerade. Können wir das anstecken hier? Nee, oder? Doch. Sehr gut. Portale, großartig. Und die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Muss ich irgendwas machen, oder? Erstmal machen wir hier das Feuerchen an. Einfach durchgehen? Ja, wir probieren es mal. Ja, scheint zu klappen. Oh, süß. Ich hasse Portale. Dreht sich mir der Magen um. Da war was. Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Dann mal weiter. Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Die lieben Orte wie diesen. Ja. Geil. So, da sind wir wieder und wir stehen hier vorm Eingang. Gehen wir wieder rein hier. Da ist das Portal. Ein perfektes Versteck für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Portale, großartig. Und die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? So, hier lag... Ich hasse Portale. Da dreht sich mir der Magen um. Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Okay, so. Hier noch das Feuerchen anmachen. Und ich überlege, ob ich jetzt gleich nochmal speichere hier. Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Die lieben aus. Okay, das haben wir erledigt. So, jetzt machen wir das Feuerchen an hier und er sollte jetzt nicht wieder runterspringen. Ja, wir sind ganz schön dicht dran hier. So. Verdammt duster hier. Vielleicht wäre eine Katze doch sinnvoll. Ja, ich hab's gehört. Verdammt. Es ist nicht aktiv. Vielleicht kann ich es erkriegen. Oh! Das war eine miese Nummer. Was hast du davon? Arschloch. So, hier ist irgendwas nicht aktiv, hat er gesagt. Hier ein Portal wahrscheinlich. Ich würde gerne das Feuerchen anmachen. Mach bitte das Feuer an. Los. Geht nicht. Okay, was hat er gesagt, was er machen soll? Achso, wirke Art, um den Kristall zu aktivieren. Okay. Müsste wieder funktionieren. Geschafft. Das Portal ist aktiviert. Ja, dann gehen wir mal durch. Können wir jetzt Feuer machen? Ja, jetzt geht's. War auch nicht so richtig. Na egal, lassen wir's aus. Bleiben. Keinen Schritt weiter. Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte, bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten.
Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall! Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Und dümmer. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Was wird hier denn Großartiges passieren? Ich weiß es nicht im Einzelnen, aber ich habe Philippa Eilharts Aufzeichnungen gefunden. Dort werden Ida Enian, Margarita Laux-Antel, Francesca Finderbär und Fringilla Vigo erwähnt. Sie wollen sich bestimmt treffen. Hier. Denkst du, dass Philippa noch hier ist? Das weiß ich nicht. Wir haben einige Höhlen durchsucht, aber es gibt genügend Verstecke. Wenn sich jemand verstecken möchte, wäre das kein Problem. Selbst für jemanden, der keine Eule ist. Na gut, so, dann bringen wir ihn mal raus, würde ich sagen. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Sei ein guter kleiner Jäger und gib mir den Kristall. Dann will ich mal ein guter kleiner Jäger sein. Bitte sehr. Okay. So. Platziere den Kristall am richtigen Ort. Der hat was von Aufzeichnungen gesagt gerade. Ich würde mir die gern anschauen. Da ist eine Kiste. Bernstein, Staub und Silber. Ein Brief an Philippa. Liebesbriefe. Das werden wir rausfinden. Wir schauen uns mal an. So. Das ist der Kraftspeicher. Geleitbrief. Geleitbrief des ewigen Feuers. Das sagt mir jetzt gar nichts. An alle Zuständigen. Der Träger dieses Dokuments besitzt die Erlaubnis, die freie Stadt Novigrad zu jeder Tages- und Nachtzeit zu betreten und zu verlassen. Ach, das ist das, was wir in der einen Folge da am Tor bekommen haben. Dann haben wir Edwins Greloffs erste Karte. Und die zweite Karte. Aber wo verdammt ist denn jetzt der Brief hier von an Philippa? Müssen wir da woanders gucken? Kein Questgegenstand. Brief an Philippa, okay. Liebe Philippa, während ich dies schreibe, trinke ich deinen Lieblingstropfen auf der Terrasse des Anwesens meines Vaters in Metina und frage mich, was zur Hölle du dir eigentlich denkst. Ich würde ja verstehen, wenn ich dich einfach langweilen würde. Ich würde akzeptieren, wenn dir das Bild, das wir abgeben, nicht zusagt und, und du dir ein jüngeres, hübscheres Modell gesucht hättest. Aber bei allen verfluchten Göttern, Dijkstra? Dieses bei allem nötigen Respekt schmerbäuchiges Schwein statt meiner? Vielleicht haben dir ja ein paar neue Trankversuche den Verstand vernebelt. Oder das ist wieder so ein Spiel von dir. Aber auch, wenn du politische Gründe hast, dich in der Nähe dieses Primitivlings aufzuhalten, verstehe ich nicht, warum es das Ende unserer Beziehung bedeuten muss. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass wir unsere Liebe verstecken müssten. Okay. Die hat was mit Dijkstra? Mhm. Ah, das haben wir noch nicht gelesen. Gucken wir mal rein. Genau. Es wird nämlich ein Eintrag zum Bestarium hinzugefügt. Und wahrlich, man findet nichts Abscheulicheres als jene Monster, wieder jeglicher Natur so Hexer genannt werden. Denn es sind die Früchte lästerlicher Zauberei und Teufelei. Mit Y. Es sind Schurken, Sondertugend, Gewissen und Skrupel. Wahre Geschöpfe der Hölle, zu nichts als zum Töten geschickt. Und ist für ihresgleichen kein Platz unter ehrlichen Menschen. Jenes Kaer Morhen aber, dasselbige Ehrlosenhausen, wo sie ihren grässlichen Praktiken frönen, muss hinweggefegt werden vom Antlitz der Erde und seine Spur mit Salz und Salpeter bestreut. Ah, super. So. Interessant. Philippa hat eine Frau verlassen. Für Dijkstra. Das ist äußerst interessant. Mich würde interessieren, wer die Frau ist. Und
Ja, wir müssen mal schauen, wie wir hier in der nächsten Folge weiterkommen. Ich glaube, hier müssen wir irgendwas machen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Hier sind wir erstmal am Ende angekommen. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir hier weitermachen. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.